Guten Morgen, meine Lieben. Und wie ihr schon hört, es ist schon der nächste Morgen. Gestern hatte ich leider keine Zeit mehr zum Filmen, da mir natürlich etwas passiert ist. Ich wollte mir in einem Waldgebiet, in einem kleinen Waldgebiet vor einem Dorf, dieses Tentzelt aufbauen. Und da kam dieser Waldeigentümer und hat natürlich rumgemeckert. Das Tentzelt hat auch nicht so richtig dahin gepasst, also habe ich kurz entschlossen alles zusammengepackt und bin circa einen Kilometer weitergefahren zu der Stelle hier. Habe mich denn hier häuslich eingerichtet. Seht ihr Leute, so kann es einem gehen. Aber deswegen, falls so etwas passiert, kann ja immer mal ein Förster kommen oder der Eigentümer, der einen verjagt. Gerade hier im Osten sind die Leute leider sehr, sehr, so wie sie was Eigentum besitzen, wollen sie das mit keinem teilen, auch so Wald. Ich habe gesagt, ich nehme den Müll mit, aber trotzdem hat er sich nicht erweichen lassen. Das ist eins, da hat er extrem drauf bestanden. Ja, da sind hier leider sehr, sehr viele Leute. Ist traurig. Ja, nichtsdestotrotz muss man mit sowas immer rechnen. Ja, es kann ja auch mal was anderes sein. Auf jeden Fall musste ich einen sogenannten Stellungswechsel machen und bin in hier gelandet. Ja. Naja, die Nacht habe ich so lala verbracht, ging so. Es war natürlich ein Aufbau im Dunkeln. Dadurch hatte ich das Tentzelt nicht perfekt abgespannt hinbekommen. Ja, habe nicht ganz so gut geschlafen. Okay Leute, aber jetzt frühstücken wir erstmal, dann geht's weiter Richtung Berlin. Die letzte Etappe heute. Heute will ich es bis Kleinmachnow schaffen. Da ist ein Zeltplatz. Drei Linden heißt die Gegend da. Und da will ich mich denn hinhauen. Aber auch nicht auf dem Zeltplatz, sondern daneben auf dem Gelände. Aber das zeige ich euch nachher. Okay Leute, ich melde mich dann wieder, ja? Tschüss! Hallo meine Lieben! Wie ihr seht, ich bin schon wieder fleißig am Fahren hier. Schon mal sehr sandiges Gelände. Zum Glück ist es ja alles gefroren. Ich bin jetzt kurz vor der A10. Bis jetzt bin ich ja immer an der A2 gefahren, also parallel zur A2. Jetzt stoße ich vor zur A10. Da geht es denn da parallel ein Stück weiter. Und dann bin ich dann auch schon in der Nähe von Potsdam. Und da geht es denn weiter. Ja Leute, ich komme dann also in Potsdam raus, beziehungsweise ein paar kleinere Ortschaften halt davor, kämpfe mich denn durch Potsdam, da muss ich lang, geht nicht anders. Und dann möchte ich halt bis Kleinmachnow kommen, drei Linden die Ecke und dort die Nacht verbringen. Nächste Nacht soll wieder sehr kalt werden, 7-8 Grad minus. Die Nacht darauf auch. Ja, das heißt, ich brauche eine gute Stelle, eine windgeschützte Stelle. Schauen wir mal, ob wir die da finden. Wölfe sollen dort nicht sein, aber da gibt es sehr viel Wildschweine. Das heißt, da muss ich auch wieder etwas erhöht liegen. Schauen wir mal. Ui, jetzt wird es aber glatt hier. Guckt mal, ist ja eine riesen Eisfläche. Ja Leute, wer liebt, der schiebt. Ja, es ist einfach wirklich schön, diese Gegend zu genießen, wenn man zu Fuß geht. Man kann einfach die Natur intensiver genießen. Viel Spaß dabei, Leute. Wie ihr seht, ich bin immer noch hier parallel zur A10.
werde sie aber gleich überqueren. Aber ich wollte euch einfach nochmal diese schöne Landschaft hier zeigen. Gerade weil jetzt auch die Sonne wieder rausgekommen ist. Einfach traumhaft. Schön. Denn mit dieser schönen Landschaft ist es auch gleich vorbei. Wenn wir die A10 gequert haben, kommen die Vororte von Potsdam. Und dann ist erstmal Schluss mit der schönen Landschaft. Ach, schön hier. Traumhaft. Ui, jetzt wird's glatt. Vorhin hätte ich mich schon fast geschmissen hier mit dem Eis. Sehr viel Obacht geboten. Sehr viel Eis hier. So, jetzt müssen wir abbiegen nach links. Dann geht es über die A10. Oh, hier steht so eine Bank. Schön. Könnte man eine Pause machen. Aber wir fahren noch ein Stündchen und dann machen wir eine Pause. Oh, hier sieht es auch toll aus. Schön. Schön hier im Wald. Die Sonne so reinscheint. Ist das nicht ein schönes Bild? Das Tolle ist, ihr könnt mit dabei sein. Und ich hoffentlich von zu Hause dann auch an die Tour nochmal genießen. Toll. Okay Leute, bis nachher. Hier im Berliner Raum befinden sich sehr viele glatte Nebenstraßen, mit Eis überzogen komplett. Äußerste Vorsicht ist geboten. Hallo meine Lieben, und wie ihr seht, ich mache gerade ein kleines Kaffeepäuschen, ein Stück Schokolade gibt es dazu. Die Sonne scheint herrlich, einfach traumhaft. Es sind jetzt auch bloß noch 15 Kilometer, dann bin ich da. Drei Linden, Kleinmachnow ist das da die Ecke. Dann haben wir es geschafft für heute. Werde ich mir da ein schönes Plätzchen suchen. Gibt es ein Süppchen nachher erstmal. Ja, und dann lasse ich den Tag ausklingen. Jetzt ist es um 2, schätze mal um 3 bin ich da. Ich hoffe, dass ich heute da eine schöne Stelle finde. Boah, das Tennseil heute auch noch nicht ganz so hoch, nur auf Mannshöhe, das will ich mal testen. Könnt ihr nachher mit dabei sein, freut euch. Ja, dann genieße ich den Sonntag heute noch. Und ich habe vorhin ein paar Leute getroffen. Die haben mir doch glatt wieder einen Sauna-Club hier empfohlen. Da will ich morgen mal hingucken. FKK Artemis. Hört sich irgendwie griechisch an. Naja, guck mal jedenfalls morgen mal hin. Ja, okay Leute, ich melde mich dann nachher wieder beim Tennseilaufbau. Tschüss, ja. Die letzten Kilometer sind angebrochen. Ich kämpfe mich noch ein bisschen durch Gelände hier durch. Das letzte Gelände vor Potsdam. Ja, durch die Stadt muss ich leider durch. Geht nicht anders, zumindest am Rand. Aber dann komme ich in Drei Linden an. Und das ist dann wieder Waldgebiet. Okay Leute, packen wir es an.
Ich habe eine schöne Stelle für das Tennseil gefunden. Jetzt heißt es Tennseil aufbauen und alles herrichten für die Nacht. Luftmatratze aufpusten, Schlafsack rausholen und ausbreiten. Los geht's, Leute! Ein traumhaftes Bild, wie die Sonne langsam untergeht. Herrlich! Ich habe das Tennseil aufgebaut. Hinten geht die Sonne ganz langsam unter. Es ist noch heute. Heute ist es relativ früh noch. Ich habe alles recht früh geschafft, war zeitig hier, wie ich mir das so gedacht hatte. Habe sogar eben noch ein paar freundliche Leute getroffen, was schon ein Wunder ist. Ja Leute, wie ihr seht, hier gibt es sehr viele Wildschweinspuren. Die Bilder eben, die ihr gesehen habt, sind relativ frische Wildschweingrabungen. Und ich weiß auch, dass es hier sehr, sehr viele Wildschweine gibt, hier zwischen Potsdam und Berlin. Die laufen hier teilweise in der Stadt rum. Ich habe sie selber auch schon gesehen des Nachtens, wenn ich hier mal mit dem Rad lang gefahren bin. Ja, und ich will mal gucken, was uns da die Nacht erwartet. Ich hoffe, dass wir mal was filmen können. Und ich hoffe, dass die natürlich da nicht hochkommen. Ich habe das bloß per Hand gespannt. Also ich bin diesmal nicht auf das Fahrrad hinaufgestiegen, wie die Tage davor, sondern habe nur das so hochgehangen, wie ich mit meinem Körper halt normal komme. Ich liege jetzt so, wenn ich drauf liege, so 1,80 Höhe. Und hoffe, dass die da natürlich nicht hochkommen, die Wildschweine. Schauen wir mal. Ja, vielleicht bekommen wir den einen oder anderen Keiler eingefangen. Die könnte mal ein schönes Bild machen. Ich habe ja dann wieder meine Stirnlampe auf. Ja, so Art, die ist wirklich sehr hell. Da kann ich denn, ich denke mal, da kriege ich gute Bilder mit hin, wenn ich denn die Kamera dazu noch anschmeiße. Die Kamera hat auch noch eine Lampe dran. Vielleicht kriegen wir mal ein kleines Tierbild hin. Weil bis jetzt habe ich zwar Tiere gesehen auf dieser Tour, aber ich habe nie schnell genug die Kamera rausbekommen. Vielleicht klappt es ja diese Nacht. Ich will bloß halt hoffen, dass die Viecher da nicht hochkommen. Aber gut, das ist jetzt 1,80 Höhe. Denke mal nicht. Ja, okay Leute. Ich melde mich denn von unterwegs. Ja, und morgen dann halt den Besuch dieses FKK-Clubs. Mal gucken, ob ich da die Akkus nachladen darf. Muss die sagen, Wasser brauche ich auch, habe gar kein Wasser mehr. Und morgen und übermorgen soll es auch noch mal recht frisch werden. Minus 8 Grad sind angesagt. Also, es wird abenteuerlich hier vor Berlin. Ich melde mich, Jungs. Euer Edurne. Vollmond, Leute. Leute. Ja, Wildschweine habe ich schon gesehen, ich habe aber nur die Augen leuchten sehen. Die haben mich, eine Rotte, von Weitem beobachtet. Ja, die können ja im Dunkeln sehr gut sehen. Haben mich alle von Weitem beobachtet. Ich dachte, da hinten wäre irgendwie ist ein Licht angegangen, bis ich gesehen habe, dass Augen, die da so leuchten. Die Augen leuchten denn im Dunkeln sehr. Dann haben sie mich alle angeguckt, nach einer Weile sind sie weiter gerannt. Ja, aber leider nur von sehr weitem. Ich schätze mal so 150 Meter. Werden wir sehen, ob sie nochmal kommen. Ja. Okay Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Schlaft schön, ja? Oh, Leute. Guten Morgen. Kompanie, aufstehen. Werden wir aufstehen.
Hallo meine Lieben, wie ihr seht, die Sonne scheint, keine Wolken heute, fantastisches Wetter. Ja, und ich möchte in den Sauna Club gehen. Bin ja nun heute den fünften Tag unterwegs. Bei dem Wetter eigentlich zu schade dafür, ja. Aber gut, wir sind jetzt hier, Berlin. Also gehen wir auch rein. Morgen soll es nochmal so schön sein, übermorgen auch. Das heißt, dann haben wir noch zwei Tage Top-Wetter. Ja. Sind jetzt noch circa, schätze mal, knapp 20 Kilometer bis dahin. Bin hier in kleinen Machnow, Drei Linden heißt das hier. Wollte gerade auf den Zeltplatz, der hier ist, Wasser nachtanken. Schade, die Toiletten waren abgeschlossen. Schade. So muss ich jetzt im Saunaclub mal nachfragen. Mal gucken, ob das da möglich ist. Ist immer, hier im Osten sind die Leute so ein bisschen mürrig immer. Ja, sind nicht ganz so bereit, wie man das eigentlich gerne hätte. Naja, schauen wir mal, Leute. Okay, ich zeige euch da noch ein paar Bilder gleich, wie es da aussieht. Okay, Leute, dann wir hören uns spätestens morgen. Hallo meine Lieben, wie ihr seht, ich lebe noch. Ich habe diesen Tag im FKK-Club sehr gut überstanden, habe wieder wie üblich Kraft getankt, gut gegessen, mich ausgeruht, schön in der Sauna gegangen, war einfach herrlich. Ja, das war so gut. Ich war bis heute Morgen um 1 dort und bin dann nach Hause gefahren. Und ihr werdet es nicht glauben, gestern Abend wollte ich Wildschweine filmen und heute Morgen sind sie mir fast vors Fahrrad gerannt. Eine ganze Rotte. Rotte, wie man sagt. Das ist jetzt gar nicht genau. Ja, es war schon richtig gefährlich. Ich wollte sie noch filmen, aber es war mir dann doch zu heikel. Ja, das war mir dann doch etwas zu heikel, da direkt anzuhalten. Ja, und der Plan heute sieht so aus, ich fahre jetzt erstmal irgendwo hin, wo eine Kaufhalle ist, vielleicht auch ein Bäcker. Werde da meine Vorräte auffüllen, beim Bäcker dann ein Stückchen Kuchen essen. Ja, und dann heute ganz gemütlich Richtung nach Hause wieder fahren, Richtung Magdeburg. Schauen wir mal, wie viele Kilometer wir schaffen, so 30, 35. Ja, das reicht dann erstmal für heute. 30, 35 Kilometer, das reicht denn für heute. Und dann werde ich mich wieder irgendwo in den Bäumen hängen und den Tag genüsslich, hoffentlich genüsslich ausklingen lassen. Es sind jetzt 7 Grad minus, deswegen bin ich auch noch so vermummelt. Es ist wirklich frisch. Ja, aber dadurch, dass ich mich gestern ausgeruht habe, spüre ich das heute nicht so. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Energie man aus dieser sogenannten Komfortzone mit sich führt. Ja, wenn man einen Tag draußen hier war, das sieht dann schon ganz anders aus. Also morgen früh werde ich garantiert mehr frieren als heute. Und ich glaube, morgen soll es auch nochmal so kalt sein. Naja, schauen wir mal. Okay, Leute, ich packe dann langsam zusammen und dann geht's weiter. Bis nachher. Leute, die Sonne kommt raus, herrlich. Oh, das tut gut. Das tut gut bei 6, 7 Grad minus. Das ist wie als wenn die Heizung angeht. Herrlich. Oh, werden wir heute noch schön genießen. Ich bin jetzt hier in dem Park in Drei Linden, kurz vor Potsdam. Schön hier.
Hey, gibt es schöne Stellen zum Bivakieren. Ja, sind zwar auch recht viele Leute unterwegs hier, gerade nachmittags, abends. Aber man findet noch ein stilles Örtchen. Herrlich. Okay Leute, bis nachher. Ich genieße noch ein bisschen. Traumhaftes Wetter, Leute. Was ihr dort auf der gegenüberliegenden Seite seht, ist Babelsberg Nord. Und der See davor ist der Griebnitzsee. Und jetzt fahre ich noch durch den Park in Babelsberg. Hier gibt es sehr viele Seen. Die Havel fließt hier lang. Und als nächstes kommt dann noch der Templiner See. Sehr schön hier, alter Baumbestand, ganz toll. Hallo meine Lieben, ich bin jetzt hier bei Potsdam in so einem Park. Sehr schön hier, vor allen Dingen bei dem Wetter jetzt. Ja, und wie ich feststelle, wohnen hier ein paar Reiche und wie es aussieht, haben die sich immer schon wohlgefühlt in der Gegend hier. Ja, ist wirklich schön, es sind so leichte Hügel hier, geht immer so leicht hoch und runter. Alter Baumbestand, toll, schön hier. Wirklich geil. Hier kann man sich wohlfühlen. Okay Leute, einkaufen. So Leute, Vorräte sind aufgefüllt. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich sehe ein bisschen K.O. aus. Und dann geht's ab zur Zeltstelle. Leute, bis nachher. Ich bin jetzt hinter Potsdam und befinde mich kurz vor der A10. Diese werde ich noch überqueren und mir dann eine Stelle zum Übernachten suchen. Hallo Leute, wie ihr seht, ich liege schon in meinem Tentseil. Ja, den Aufbau habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es war irgendwie heute kompliziert. Ich habe dort tatsächlich bestimmt fast 3 Stunden gebaut hier. Ja, also ihr seht, nicht ganz so einfach mit dem Ding, zumindest wenn man hochhängen will. Man braucht nämlich wirklich 3 Bäume, die ungefähr im Dreieck zueinander stehen und auch ungefähr die gleiche Entfernung zueinander haben. Dann dürfen sie nicht zu weit auseinander sein, nicht zu eng sein. Es ist nicht so einfach mit dem Ding. Hat die letzten Tage immer relativ gut geklappt, aber heute war der Wurm drin. Naja, was soll's. Ich lasse den Tag jetzt noch ausklingen, ruhe mich aus, esse erstmal richtig was. Ja, und
Und dann werde ich hoffentlich eine geruhsame Nacht hier verbringen. Leider ist die A10, müsste es sein, gleich hier um die Ecke. Ist natürlich relativ laut. Wie ich denn hier schlafen kann, falls irgendwelche Tiere mal kommen und ich die filmen kann, melde ich mich natürlich und zeige euch die Bilder. Ja, gestern Abend, da habe ich ja die Wildschweine fast über den Haufen gefahren. Die waren genau neben der Straße, bestimmt so 10 Stück. Da habe ich mich ganz schön erschrocken. Ja, gut. Ist ein bisschen wärmer geworden, schätze ich mal. Zumindest kommt es mir so vor. Eigentlich soll es noch mal kalt werden die Nacht. 6, 7 Grad kälter, aber kommt mir irgendwie wärmer vor. Erstmal das Thermometer gucken, naja. Ja, und morgen geht es dann wieder Richtung Magdeburg. Zwischenstation morgen Golzow. Und da will ich dann noch irgendwo pennen. Vielleicht auf diesem Turm. Schauen wir mal. Okay, Leute, dann gute Nacht.